So, und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video von Outriders. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Gott, da kommt die Zicke. Ja, wir haben im letzten Video den Palast von Monroy gesehen und dann die Cornwall entdeckt, wie auch immer das geht. Wo ist das Vieh? Die Cornwall ist da. Ne, da. Da ist die Cornwall, die eigentlich auf der Erde schon explodiert ist. Jetzt haben wir hier so ein Arbeitslager für die Packs gefunden, das man neu erschaffen hat. Aufgebaut hat, und hier liegen, boah, sagen wir mal ein paar hunderttausend. Ja, oder ein paar tausend, sagen wir so, nicht übertreiben. Packs, die gearbeitet haben. Sehr viel Antrieb hier. Ja, mal gucken. Aha, du Otto. Wow! Das war der Falsche. Geh mal alle weg. Hä, wo ist die dumme Sau denn? Der mich ein Mistschaffitz, ne? Ihr seid so richtig kacke. Da hoch. Da. Guck dir den stehen. Hi. Oh, no. Hallo. Die Fähigkeit. Oh. Was? Digga, was? Leck mich doch. Du Stück Arsch. Richtiges Stück Arsch.
so gedacht, sollte du mal Schafe zu. Ja, schläft immer noch. Leck mich doch an meine Füße, ey, das kann doch nicht sein. Der schmierige Arsch, ne? Ich noch nicht immer gegen so eine dämliche. Warum? Wieso frisst du die Leute?
Meine Fresse, Alter. Was wir durchgemacht haben. Oh, langsam verstehe ich. So wie die... Waren Sie es, die die Energie des Planeten in Schach hielten? Sie waren das Gleichgewicht. Und als Monroy die Packs davon abhielt, die Obelisken zu benutzen aus Angst vor dem, was er nicht verstand, breitete sich die Anomalie aus wie ein Buschfeuer. Die Stürme gerieten außer Kontrolle und mutierten alles. Wir haben die ganze Zeit einen Ort jenseits der Anomalie gesucht. Gefunden haben wir den Ort, wo alles begann. Wo Monroy das alles begann. Oh, der Helm ist cool. Oh. Ich schaffe jetzt ein Gewehr kaufen und benutze hier nicht. Scheinbar muss ich gleich gegen Monroy kämpfen, aber ich glaube, ich habe gar keinen Bock drauf. Kann ich auch noch ein paar Sachen wieder verbessern? Ach, 2 Punkte. Wow. So, komm ich da jetzt hoch? So, ich komme nicht mehr hoch. Theoretisch kann er hier keiner mehr sein. Außer die Pack. Der ist ja schon eigentlich zu lange her. Wow! Du Kröte! Ja genau, noch einer. Geh mal weg, du Fritte.
Leute, wer zum Teufel waren die? Mein Vater hat mir von den Massen erzählt, den Tausenden, die übereinander kletterten und versuchten, die Flores noch zu erreichen. Sie waren die, die zurückbleiben mussten. Und vermutlich hat die eine Hälfte die andere für einen Platz auf der Caravelle ermordet. Tanner und Jakob. Wir sollten eigentlich alle tausend sein. Versunken im Chaos, umgeben von Diktatoren und Verrückten. Wäre der Antrieb der Caravelle nicht explodiert und hätte die meisten Outriders getötet, wären wir auf der Erde geblieben. Zwei Soldaten in Monroys verfickter Armee hätten uns einen Weg runter von der Erde erkämpft, hier dann die Packs abgeschlachtet und den Scheißplaneten. Bevor ihr auch nur einen Scheißfuß darauf gesetzt hättet. Also, wir haben es geschafft. Aber hey, es wird keine Kräfte. Hier muss ja jetzt irgendwas kommen. Da wird so grau. Ich weiß nicht, ob das auf einem Marsch schon alles ist, aber geh mal gucken hier. Ich bin im Schiff. Es funktioniert noch. Was auch immer das Signal sendet, ist hier drin. Beenden wir das gemeinsam. Bring es zu Ende. Das Ende der Fahnenstange. So oder so. Trotz allem haben wir den Uplink hierher gebracht. Ich wünschte, Jane könnte uns sehen. Was auch immer das Signal sendet, ist hier drin. Beenden wir das gemeinsam. Hast du gerade schon gesagt? Es ist Monroy, wa? So ein uralter Monroy. Vision. Unserer Vision. Shanna, das ist nicht echt. Das ist der Planet, ja, aber vor langer Zeit. Nein. Nein, das... Lass mich, verdammt! Das... Geht weg. Dafür bin ich heute nicht in Stimmung. Alles klar. Ihr seid hier. Ich habe mir das so oft ausgemalt. Dich aber nie. Wer bist du? Wer ich bin?
Monroy. Aber wie? Wie seid ihr? Wie konnte das Schiff hier sein, vor uns? Was meint ihr wohl? Ihr habt uns zurückgelassen, als die Erde unterging. Aber so schnell sterbe ich nicht. Wir brauchten einen Antrieb. Einen, der besser war als alle zuvor. Ihr seid doch durch den Weltraum geschlichen. Da waren wir schon hier. Wenn ihr das gesehen hättet. Diese primitiven Ureinwohner. Sie behandelten uns wie Götter. Ja. Ich weiß, was ihr ihnen angetan habt. Oh. Jetzt verstehe ich. Kein Rettungsteam, hm? Warum habt ihr auf unser Notsignal nicht reagiert? Hä? 30 Jahre ist es her, seit die Flores am Himmel auftauchte. 30 Jahre Überlebenskampf in dieser Hölle. Diese Hölle habt ihr erschaffen. Mein ganzes Leben war ich gefangen in diesem Tal, wo wir einander grundlos töteten. Ihr nahmt uns die Hoffnung noch bevor wir angekommen waren. Bildet euch mal nichts ein. Ihr wart zu den gleichen Schandtaten imstande. So harmlos waren die Packs gar nicht. Sie hatten Kräfte. Mächtige Kräfte. Ich musste sie einfach ergründen. Und das ging nur mit Gewalt? Du hast sie gefoltert, du Dreckschwein. Seid ihr wirklich so naiv? Wie lange bevor die Wesen uns satt gehabt hätten? Sie hätten sich gegen uns gewandt. Wir wären ihnen ausgeliefert gewesen. Alles, was ich wollte, waren ihre Kräfte. Für uns alle. Um zu überleben, um stark zu sein. Versteht ihr nicht? Wir verloren die Erde, weil wir für Größeres bestimmt waren. Eben. Und ohne mich wärst du gar nichts, mein Kind. Glaubst du, du würdest hier stehen mit den Kräften des Gottes? Wäre ich nicht gewesen? Was ich für die Menschheit getan habe, hat sie gerettet. Ja, verflucht. Ich hab gewonnen. Das war's. Dreckskerl. Verschwenden wir keine Zeit. Ich muss den Ablink an die Energie der Caraville anschließen, damit wir die Flores erreichen, bevor... Scheiße, sie sind da. Wir müssen los. Nein, nein, lasst mich. Ich muss das tun. Tu, was du tun musst, Doc. Die Tür hält nicht lange. Outrider, wenn dieses Biest die Schiffshülle knackt, verlieren wir die Elektronik, die Kapseln, alles. Ich mach das schon. Hol du die Kapseln runter. Welches Biest? Doch nichts mit Zeit. Ich hab gedacht, irgendwie so eine Zeitanomalie oder so ein Gedöns. Jetzt kommt dieser Kaya Gundo oder wieder. Oder? Gut, sorry Leute, ich würde sagen, bevor ich da jetzt rausrenne, beende ich mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf hattet. Ja, dann wollen wir uns jetzt wieder gegen die Wilden, gegen die Packs behaupten und die alle mal ein bisschen so in Schach halten. Bis der Typ hier mal die ganzen Kapseln von der Flores runtergeholt hat. Das wird wahrscheinlich jetzt Ewigkeiten dauern. Aber man weiß ja nicht, vielleicht geht's ja auch zack, zack, zack. Ja, Monroy, ein alter Mann, habe ich mir fast gedacht. Dass der hier nur rumgeistert. Aber gut, das war's jetzt. Ein Headshot gekriegt, Feierabend. Ja, so. Wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Guckt es euch an, gebt es euch. Dann fast letzte Video, glaube ich, mal von dem Spiel. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.